Hey Leute, da sind wir wieder. Letzte Folge habe ich davon erzählt, dass wir ja hier Major Bob besiegt haben. Pyro wollte ich schon sagen. Der kommt allerdings auch noch. Und hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Sachen. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hierher gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, lieb, anmutig und wunderbar, nicht wahr? Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Und Blue. Yeah, Blue, 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 Sonderbonbon, yeah. Bla 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 bla. Ich liebe es, wie Pipi mit den Fingern wackelt, wenn es Metronom verwendet. Entzückend. Das ist ein Pipi, was? Ach so, das ist eine Burgepuppe von Pipi. So, wir haben ein Sonderbonbon. Und was gibt es hier? Hier gibt es ein streitendes Ehepaar. Wenn ihr es nicht glaubt, spielt Kristall. Und nein, es ist kein streitendes Ehepaar. Ich bin der Angler, der ältere der Angelbrüder. Hast du Profi-Angler Sehen des Zorns getroffen? Er träumt davon, das größte Carpador der Welt zu sehen. Falls es dir nichts ausmacht, könntest du ihm ja jedes Carpador zeigen, das du fängst. Wer weiß, vielleicht fängst du es. Ist das Carpador seiner Träume? Ich dachte, er gibt uns jetzt eine Super-Angel, aber ich glaube, die haben wir sogar schon. Egal. Ein bisschen Stadtrundgang im neuen Orania City muss ja sein. Der Holger Schuljunge will was. Hallo, ich bin's Holger. Mein Tangela. Wird immer stärker, womit ich gerechnet habe. Übrigens, gestern kam mir ein wildes Hutut. Ein Berechnungsfehler von mir. Ja. Wir haben den Feuerstein. Wir haben ihn, und das bedeutet... Löschen. Ja. Ich hasse dich. Ich will nur deinen Feuerstein. Und Leute, was soll ich sagen? Wir gehen jetzt einen Orden machen. Ihr kennt die Arena mit dem Mülleimer noch, oder? Ihr kennt sie noch. Und ich hab Bird vorne. ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Ja, ich glaub das auch. Ich glaub dir das aufs Wort. Ihr hört schon, es hört sich ein bisschen anders an beim Ignaz. Ignaz! Und ein Elektroball. Und ein Bird. Verfolgung. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sicher ich bin, dass Bird gleich down gehen wird. Wobei, im Moment geht's eigentlich fast noch. Damit habe ich berechnet, gerechnet. Das war ein Berechnungsfehler von mir. Okay, und jetzt Dino. Nee, Spaß. Ja, Rexy. Du hast schon länger nicht mehr gekämpft. Und Rexy macht jetzt, Biss. Kein Walzer. Nein. Ach, dich doch. Kopfnuss. Ja, Sleepy kriegt natürlich die EP. Elektroball. Ja, soll ich mal ehrlich sein? Ich habe keinen Plan, was wir gegen Elektro-Pokémon machen können. Außer uns jetzt ein Dickdott zu fangen, das aber blockiert ist durch einen Riesen-Relaxo. Und ich hätte euch das zeigen können, hab's aber nicht gemacht, Ding.
Und ein weiteres Elektroball. Hat er denn nur Elektrobälle? Leute, I hate you. Können die denn nur Walzer? Und können die nicht down gehen? Also, diese Folge wird heißen Arena. Genau, so wird sie heißen. Und noch irgendwas davor, wie zum Beispiel die Elektro-Arena von Major Bob. Das ist zu lang. Ich nenne sie Sieg über Major Bob. Oder wenn wir Major Bob besiegen. Major Bock, natürlich. Genau, wir nennen sie Major Bock. Denn er ist ein echter Major. Und Majors essen gerne Mayonnaise. Jetzt weiß ich auch, warum ich unter diesen Büschen immer in Gelb gesucht habe und da war nix. Ja, hier in Kristall liegen hier nämlich überall Tränke rum. Leute, das ist nicht schön, wenn man ein Bird nach vorne tut. Okay, wir tun mal Rexy nach vorne. Und Sleepy direkt dahinter. Und dann gucken wir mal, was weiterhin passiert. Gut, ich habe einen Stadtrundgang gemacht, aber 10 Minuten und dann der erste Trainer der Arena. Ja. Dazu muss ich wohl nichts mehr sagen. Major Bob hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Ich werde dich bekriegen. Und wenn's nicht nützt, dann fliegen. Aus der Arena raus. Und das war die richtige Entscheidung, die ich hatte. Denn wir können jetzt Flomrod machen. Flomrod. 9 Level noch. Dann gibt's erstens Flammenwurf. Und zweitens, wisst ihr alle, was ich dann machen werde. Und wer es immer noch nicht begriffen hat, dem erkläre ich das jetzt ein allerletztes Mal, bevor ich es tun werde. Und zwar werden wir Vulcano auf Level 50 zu Arcani drin entwickeln lassen, mit Hilfe unseres Feuersteins. Ja, Leute. Und dann haben wir eins meiner Lieblings-Pokémon. Und ja, ich bin echt froh, dass wir uns so ein cooles Team ausgesucht haben. Weil, ja, ne? Das einzigste Problem ist, dass wir kein Boden-Pokémon drin hatten. Ich habe mir eigentlich Sandan ausgeguckt, aber wer spielt dann VM-Sklaven, beziehungsweise wer erlernt Kaskade und Whirlpool? Dino wollte ich dafür nicht opfern. Und das war das Problem, das ich hatte. Ich brauchte jemanden, der diese Attacken erlernt. Sonst hätten wir jetzt einen Sandama gehabt, mit dem wir das hier spielen leicht gemacht hätten. Aber man muss ja auch die VMs erlernen. Auch wenn wir Kaskade und Whirlpool so gut wie überhaupt nicht brauchen und sie eigentlich einem Pokémon außerhalb des Teams geben könnten, aber dafür sind meine Prinzipien einfach zu... ja, ich hätte gern alles dabei, was ich brauche. Du willst Major Bob besiegen? Und da musst du erst an mir vorbei. Schließlich kann man Blitz ja auch nicht einfach jedem Pokémon beibringen. Blitz ist ja auch eine Attacke... die setzt man in Kämpfen überhaupt nie ein.
Und schon gar nicht gegen Pikachus. Weil Pikachu ist nämlich eine Maus. Und wenn man da Blitz einsetzt, dann ist das einer Maus ziemlich egal. Vor allem, wenn diese Maus eine Elektro-Pokémon ist. Und, ja. Ich hoffe, das Fell dieses Pikachus reicht aus, um es zu verbrennen. Und das tut's nicht. Es setzt lieber Agilität ein. Und damit steigt die Initiative stärker. Und wir setzen Glut ein. Und es setzt Donnerblitz ein. Und. Wir verlieren KP. Und das ist ganz schön böse, weil es so viel ist, weil es Volltreffer war. Und wir setzen jetzt Glut ein und hoffen, dass es trotzdem down geht. Aber ich hab so viel Schiss. Und er setzt Vati ein. Kennt ihr Vati? Ist die Weiterentwicklung von Voltilam. Und ein wirklich schönes Elektro-Pokémon, wenn da nicht der Haken wäre, dass es im Kristall nicht zu fangen gibt. Ja, es wurde aus Kristall herausgenommen, in Gold und Silber gab es das. In Silber auf jeden Fall, in Gold weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube ja. Ich sag jetzt einfach ja, es gab's da. Und auf jeden Fall die erste Wahl, wenn es heißt Elektro-Pokémon. Aber, hey, Electek ist doch wirklich eine prima Alternative. Wenn nicht sogar noch besser. Auch ohne drei Entwicklungen. So, wir müssen nicht die Mülltonnen durchsuchen, um gegen Major Bob anzutreten. Aber wir müssen ins Pokémon Center. Und ich freue mich, dass ich jetzt noch so viel machen kann. Mit euch zusammen tun. Nur die letzte Folge, die hat mich echt aufgeregt. Vor allem sollten es ja eigentlich zwei Parts werden. Die eine war 24, die andere 27. 27 deswegen, weil da noch der ganze Abspann mit drin war. 22 und 27, irgendwie sowas. Jedenfalls waren es am Schluss ganze 50 Minuten und die wollte ich halt in diese zwei Parts reinpacken. Da ist sogar ein Cut drin in der Folge, den ich extra mit eingebaut habe, damit ich an dieser Stelle cutten kann. Und jetzt tue ich den Arena-Leiter-Text überspringen, damit ich das noch sagen kann. Und das ist ehrlich gesagt scheiße gewesen von mir. Aber na gut. Major Bob, hey! Raichu. Fucking fettes Vieh! Ein Triple F. Weil ja auch Vieh mit F geschrieben wird und so. Na gut. Hey, kannst du doch nicht springen, Junge? Sleepy. Steh da immer gerade und setz das hier ein. Oh nein, bitte nicht. Ich hasse es, ich hasse es. Geh kaputt an deiner Scheiße. Tut mir leid. Hypnose. So. Okay, Raichu schläft. Und wir hören jetzt auf zu fluchen. Es ist ja nur ein Spiel. Liebe COD-Freunde. Es ist nur ein Spiel. Ihr müsst nicht ausrasten, wenn ihr ständig gekillt werdet. Nein, das müsst ihr nicht. Und ihr müsst auch nicht ausrasten, wenn jemand das WoW-Passwort von euch ändert. Das ist kein Grund zum Ausrasten. Es ist nur ein Spiel, es ist kein Lebensinhalt. Wir zocken zum Spaß und nicht für Leuten irgendwas beweisen zu wollen. Und ich hoffe, damit habe ich die Richtigen angesprochen.
Und ich krieg jetzt nicht 10.000 Dislikes, weil ich wie RTL klinge. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ihr Suchti seid. Ich habe nur gesagt, ihr sollt euch nicht über Spiele aufregen. Ihr könnt ja ruhig spielen. Und wenn wir schon mal dabei sind, nein. Wenn man Ballerspiele spielt, läuft man nicht direkt in irgendwelchen Grundschulen amok. Und auch nicht in Hauptschulen, weil die Fügen ja zurückschießen. Hahaha, wie lustig. Nein, auch in Real- und Gymnasien muss man nicht zwingend amok laufen. Das hat andere Hintergründe als Zocken. Ich glaube, das wird so nix. Also, Konfusion. Weißt du was? Ich bin's leid. So, ich habe jetzt mal gerade ein bisschen hochgespult. Ich bin's leid. Rexy wird wieder auferstehen von den Toten. Auferstanden aus Ruinen. Da 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 da. Das war falsche Hymne und falscher Text und so weiter und so fort. Das hätte keinen Effekt. Und ich bin voll neben der Spur, Jungs. So. Und jetzt mal gucken, wie lang Sleepy noch macht. Doch will der denn noch Doppelteam einsetzen? Das ist ja doppelteamig und so. Okay. Jetzt aber bei der Sache bleiben, Kopfnuss. Schreck zurück, Kopfnuss. Töte dich endlich selbst. Geht doch. Man muss nur ein wahres Wort sprechen. Level 43, Junge. Und wir setzt Magneton ein. Ja, wir möchten das Pokémon wechseln, weil Rexy ist jetzt wieder voll im Saft. Und ich hoffe, dass das hier eine Kehrtwende war, da wir Raichu besiegt haben. Flamrod. Rexy, du schaffst das. Ich hasse Doppelteam. Aber dieser Attack ist immer noch besser als irgendwelche anderen Scheiße, wie zum Beispiel Donnerwelle oder so. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber so ist das doch wirklich ein schöner Durchrun. Ein schöner Run. Nein, wir werden nicht Agilität erlernen. Ich verfluche diese Attacke. Nein. Ja. Elektroball. Und Leute, was soll ich sagen? Flammrad. Ich bin wieder dabei mit Leib und Seele. Denn ich hab ja noch ein bisschen was vor. Denn wir haben ja noch dieses Spiel zu Ende zu spielen. Wir wollen ja die komplette Pokémon, ich nenne sie mal, Geschichte durchzocken. Heißt erste Generation, zweite Generation, also sind wir jetzt gerade dran. Dritte Generation kommt noch, vierte Generation kommt noch, fünfte Generation kommt noch. Und bis wir damit fertig sind, ist auch schon die sechste Generation draußen. Glaube ich. Elektroball besiegt, wir setzen wieder Flash ein. Weil mit Elektro-Pokémon kann man nichts falsch machen, wenn ein Elektro-Pokémon... Scheiße, wir sind... Ach Kacke, ihr seid doch scheiße. Ihr Schlag. Bitte zieh ein bisschen. Es ist verwirrt, ja. So, dann mal schauen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ey, das ist jetzt geil.
Das ist wirklich wundergeil. Und er setzt Donner ein. Kriegt unser Flash noch Donner? Oder müssen wir ihm das extra beibringen? Wieso machst du das, Major Bob? Wieso? So, nochmal ihr Schlag. Bäm, Alter! Und nochmal Verwirrung sorgen. Ich liebe es. Es ist 3 Level höher und wir hauen es trotzdem platt. So, Major Bob. Ach, du bist so stark. Donner Orden, Junge. Und... Hey, ich dachte am Anfang schon gegen Raichu, wir würden verlieren. Zwerg, immer noch bei der Sache. Meine Pokémon und ich sind noch dabei. Ach, wir kriegen ja gar keine Items mehr von denen. Na, aber immerhin. Und ich werde jetzt ein bisschen... ich werde jetzt in jeder Stadt... an jedem Zeitpunkt, wenn mir was einfällt, was aus Pokémon Gelb erzählen, aus der ersten Generation, wo wir waren, was wir gemacht haben, um euch ein kleines, um euch einen kleinen Backflash zu geben. Und dann schauen wir mal, was nächste Folge passieren wird. Also, bis